Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit The Outer Worlds. Weiter geht's. Jetzt gehen wir hier zum... Jetzt haben wir ihm das Schwert geholt. I see the Iconoclasts have expanded their quarrel to include you. Ah, fractious bunch, aren't they? Anyway, what can I do for you? Sie existieren nicht mehr. Ich habe eine Evaluierung auf dem Terminal 1 Gebäude gefunden. You weren't supposed to look. I asked you to delete it. Tut mir leid, sie war schon geöffnet. Du hättest mir sagen können, dass es im Terminal war. Klar, ich habe den Chaos beseitigt, dabei habt ihr nur einen Horden bekämpft. I didn't mean for any harm to come to you. This has been my albatross. The great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. Deine linke Niere? One of the executives required Ach du Scheiße. I thought volunteering to donate might improve my Oh Mann! Hat's geklappt? Apparently not. Vinicius, was Sie denken? Du hast jetzt das Sagen. In charge of a scrap heap of a city. Abandoned by the board and surviving only through the hypocrisy of our trading partners. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? You're just as rigid as the old executive committee. Why, we've hardly been able to get a clear message out until recently. When Graham finally shut up. It isn't easy keeping a town like Stellar Bay afloat, especially without the board's backing. Es muss eine andere Möglichkeit geben zu handeln. Indeed. That's why it's imperative that MSI be reinstated onto the board. And the first step is getting the Bolt 52. Ja, hier ist das Datenmodul gefunden. Genau. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. Ich habe einen Elite-Helm bekommen. Wie genau soll das Datenmodul weiterhelfen? What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon. And proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation slash transfer form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Meine Güte, das Blanko-Ordnungsschreiben Liquidierung Transfer Formular 52, das ist ein Formular! Wird unsere Besitzer Monarch beschützt, indem es eine temporäre Holdingsgesellschaft überschreibt, während wir gegenüber dem Vorstand unsere Bombe platzen lassen. Endlich kriegt der Vorstand seine Quittung. Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table. But really, whatever gets you excited about the idea, it's definitely a firm middle finger. Versprich mir, dass ihr MS Übertragung einstellt, sobald ich hierbei geholfen habe. Help us with this final matter and we won't need to broadcast anymore. You have my word. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch. Illegally and in secret. Is it really illegal if the board's the one that makes the rules in the first place? If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board. Ey, cool, da haben wir Verbündeten beim Vorstand, wenn wir ihn mal brauchen. Sonja, du begriffener Hund, der ist echt cool. You really think so? I admit, I've been hatching this scheme for quite some time. I just needed someone capable to help me carry it out. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are. Tatsächlich habe ich ein Datenmodul in Details zu geheimen Experimenten von UDL gefunden. Already? If only the rest of the colony operated as efficiently as you. Imagine what a different state we'd be in, hmm? I'll complete the Bolt 52 in no time. I dare say it'll be my second greatest achievement after the Reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? Welche Reformation sprichst du da? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully and with meticulous documentation. What's gonna happen to the people here when the board figures out what you're doing? Well, by that point, my hope is that we'll be on the board once more. I'm just...
Maybe I'm worrying too much, but it seems the folks here get plans made for them an awful lot. When do they get to start making plans for themselves? Once MSI is restored, the people of Monarch will be able to make more choices. We'll have all the brands and resources of the board here. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. Ich rede mal mit dem Typen oben. I don't understand. Where is it? Tja, macht keinen Spaß, wenn man in die Irre geführt wird, was? Is this about the Bolt 52? Please, I wasn't trying to mislead you. Anyway, I don't think I can handle this back and forth. I'm used to crushing disappointment, but not after having reason to hope. Ach, ich kann ihm das nur geben, ich würde es gerne gehen, na gut. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Ich habe Grimm die Wache am Landeplatz getroffen. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Es war eine Glanzleistung. Der Typ ist ein Depp von Weltklasse. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? So, jetzt will ich mir mal gerade die Rüstung angucken. Das war jetzt cool, mit ihm zu quatschen. 14. Ja, die hatten wir ja schon mal. Die ist schon ziemlich cool. Du hast den Flammenwerfer, Parvati, ne? Komm, kriegst jetzt die Elite-Sachen. Können wir noch ein bisschen upgraden. Und ich würde gerne wissen, ob ich hier mal was machen kann. Ah, guck mal. Showtime. It's Showtime. Kann ich auch vielleicht noch irgendwas hier machen? Generiert Bedrohung, einschüchtern. Fernkampfschaden, Schaden gegen Robotereinheiten. Ausrüstungszeit, Nadelgeschwindigkeit, Schadensfähigkeit, Abklingzeit. Oh, da muss ich echt mal hin. Showtime. Okay, machen wir das hier. Oh, geht gar nicht. Aber ich habe Charaktersachen. Schleichen, Schloss knacken. Da haben wir nämlich mittlerweile Sachen, wo wir nicht hin können. Annehmen. Null. Okay. Dann können wir jetzt zum Sender gehen. Nein, was habe ich gemacht? Ich wollte abbrechen und dann war da annehmen. Ich hasse es, wenn abbrechen und annehmen heißt. Beides mit A anfängt. Es muss annehmen und abbrechen heißen. Nee. Ich halte die Klappe. So. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Gipfel von Devil's Peak. Cameron Fraser. Killian Fraser. Fraser Bros. The Hammersmith Thunder. Kann ich da nicht irgendwie... Schneller hoch. The Fabulous Fraser Bros. Hier. 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 So, wie auf dem Todesstern hier mit diesen roten Lichtern in der Treppe. Oh, ich will auch mal so eine Treppe haben. Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for MSI und Ikonenklassen haben aufgehört zu senden. Sind die Daten bereit? Wenn ihr wisst, die Ikonenklassen können gar nichts mehr senden. Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? In the end? We did what we could, as best we could. Should probably leave it at that. Yeah. Is that so? Ich habe MSI geholfen, Graham zu töten. Wir hören nochmal Graham. Ikonenklasten?
Ruthless, efficient. I suppose if one of them had to be disposed of, I'm happy it was him. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Sag mal, wie ich's repariere. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Okay, ist doch immer nur das Gleiche. Nur brauche ich erstmal 3 Schlüssel, um zu aktivieren und soll ich rausfinden. Richtig, nur braucht man erst 3 Schlüssel, um ihn zu aktivieren, ne? Genau, ich warte auch so eine blöde Quest. Eternal, no. What is wrong with you? Who would ever design something like that? However, you're welcome to brew me a Rizzo Insta-Coffee from the staff kitchen on your way back. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. Speed setting. Whistle while you work. Terrific. I'll be here. Waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Okay, los geht's. Also ich fand die Quest mit dem Chanja ganz cool. Also das fand ich echt cool. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das Gespräch echt interessant. So. Da ist der Hebel. Und ist bestimmt kaputt. Testing 1-2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but I must admit I have grown rather fond of you. Take care out there. Captain! Big flaming thingy! Huh? Oh shit! Wow. Black holes. Did you see that? Wessen Schiff war das? Looks like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Sanjar. Architect, save me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI, or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Well, this is something of an emergency. Ich höre. The vessel that just went down is a UDL gunship. One of the most formidable offensive ships short of an Earth Directorate assault cruiser. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Which means, get off my board damn channel! I'm more than finished with you lot. Cool! Cool, 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 cool! Cool, 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 cool! Uh. 30% Schaden bei unter 25 Leben. Wissenschaftswaffenschaden. Genauigkeit bei... Oh, das Wissenschaftswaffen benutzt er halt gar nicht. Rüstungswertbonus. Fähigkeitsbonus. 100%. Erhöht die Rüstungswert- und Fähigkeitsbonus aller Rüstungen, die du trägst. Ich glaube, das kann ich gar nicht über... Oh, hier. Erlittener Flächenschaden. Nee, warte. Wo ist das? Das brauchen wir. Oh, yeah. Yeah. To the max. So, wo ist das abgestürzt? Wir haben geguckt, das war da und wir gucken in die Richtung. Also es ist da abgestürzt. Da ist es abgestürzt. Also gehen wir da hin. Okay. Against all odds, the unreliable takes flight. Dieses Geschütz oben auf dem Raum gesehen. Meine Güte, das aussah. Als wenn ein Kleinkind das Teil gebaut. Ich bin auf der... Felix and the Vicar are arguing again. Ah, mir egal, wir gehen jetzt erstmal raus.
Ach ja. Wer ist das denn hier nochmal? Nioka! Ach ja, die ist ja, stimmt ja. Nee, 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 wir haben unsere Spezies. Das nächste Mal spiele ich mit anderen. Also, falls es irgendwann nochmal auf Deutsch kommt. Es kommt ja ein DLC raus. Aber wenn es irgendwann auf Deutsch kommt, dann spiele ich es vielleicht nochmal von vorne. Ich kann ja Englisch, aber es ist einfach trotzdem. Initiate experimental mode, girl talk. Fail to initiate sequence. Please define girl. Still some kinks to work out. Also ist hier echt meine Landeplattform? Also hier bin ich gelandet? Ne, das ist die andere Landeplattform. Ja, ich war nämlich jetzt verwirrt. Verwirrt! Verwirrt! Warum? Ach ja, stimmt ja. Wir haben alles gekillt. Ah, jetzt weiß ich wieder. Job assessment. It's a mess! I would like to see this place. Before we all boarded up. Let's lit up the night. Okay, da sind sie wieder. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, toll, sie kommen auf einmal. Du schaffst das schon, Pavati! Ist die Königin tot? Ja, lol. Na gut. Tut mir schon irgendwie leid. Ah! Diesen Rotzeknubbel auf mich zufliegen sehen. Wow. Wo ich meinte, dass der Funken nicht überspringt. Das war, glaube ich, letzte Folge. Das kommt immer drauf an. Ich habe meine Ups und Downs in dem Spiel. Ne? Also. Aber so manche Sachen hätte ich cooler gefunden, wenn die ein bisschen anders wären. Ich war zum Beispiel bei den Waffen, komme ich irgendwie. Oh, guck mal, hier ist es. Okay, machen wir die mal weg. Das sind direkt zwei so Riesenaffen. Boah. Was hat denn da auf mich gesprungen? Da war irgendwas neben mir. Ich glaube, den haben wir nämlich schon mal gelootet. Lol. Guck mal, diese Riesenkanone. Oh, das ist halt blöd. Ready in for standby mode upon command affirmation. Entering mode now.
Fehler. Captain Matsus Captain-Schlüssel ist aktiv. Lebenszeichen könnte aber nicht mehr auf der Brücke festgestellt werden. Captains Befehlsschlüssel auswerfen. Feuerleitmodul finden. Hm. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Die Chefin Jim mummelte irgendwas von Ersatzteilen. Ja, die sind abgestürzt, weil er es nicht reparieren lassen wollte. Das war auch gut. Ich hätte noch mehr anklicken können. Jetzt habe ich das Modul ausgeworfen. Ich glaube, ich rede erstmal mit meiner Tante auf dem Schiff. Vielleicht können wir das selbst gebrauchen. Optional. Da steht nur optional. Wir gehen jetzt mal zurück zu unserem Schiff, weil da haben wir keinen Wegpunkt. Ich will aber trotzdem mal wissen, was unser Computer dazu sagt. Oder Parvati. Hä? Nein! Ich trottel. Ich hab den nicht gesehen. Against all odds. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ja, ich guck gleich. Captain, how can I be of assistance? See you soon, Captain. Und jetzt frage ich mal Parvati. Oh, was ist denn hier los? Now, hold on. What happens if we hit the wall? Most likely the bullet will ricochet, which could be bad. Or hilarious. There's a tiny chance of a hull puncture, which would suck us into space one chunk at a time. Bad and hilarious. Ugh. Just a... Something on your mind? Yeah, so this is my hiding spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy-like, ain't it? Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Hast du ihm schon einen Spitznamen gegeben? Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. Kann ich die aus meinem Schiff rauswerfen? Hey, Cap. Parvati showed me how to properly grease the magazine release on one of my firearms. She's a smart one, you know. Opal was quiet in the same way. She'd hang back, out of sight, then all of a sudden pop in with a bit of wisdom out of nowhere. Shit. Look at me dredging up bygone days. Forget I said anything. Don't push it, Captain. Ich komme mit der überhaupt nicht klar. Ich muss aber nicht alle am Schiff lassen, ne? Ich kann die einfach gehen lassen. Sam, alles klar! Issuing sanitation ticket. Error! Refill printer paper.
Hey, boss. Got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then, one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? Ich bin geschockt und fassungslos. Die meisten meiner Freunde sind noch auf der Erde. Willst du mir irgendwas hinaus? Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Vielleicht einmal. Gehen wir. Clyde's waiting for us on Scylla. What he's doing on an asteroid, I can't begin to imagine. I appreciate this, boss. Cool. Jetzt haben wir da Freundschaftsdienst. Das ist gut. So, aber das hat sich erledigt. So, dann hat sich das erledigt. Und jetzt gehen wir wieder zurück und geben Sinja den Schlüssel. Ne, warte. So. Weil es gibt sowieso keinen anderen mehr. Ich glaube, ich habe alle ausgelöscht. If the Iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a peaceful monarch. I don't suppose you've found the targeting module yet. I've sent patrols, but they're running into trouble with the Iconoclasts. Die existieren gar nicht mehr. Der lügt. Feuerleitmodul überreichen. Excellent. At last we have what we need. I wouldn't get excited just yet, sir. It looks like the Iconoclasts followed you. I have word they're gathering in the ruins outside of town. Was? Also, den Krieg wollen, können sie ihn haben. Ooh, I just got goosebumps. You really know how to sell that, don't you? Maybe you could, teach me how you do that. Sir, I doubt this is the time. Right. I'll lock the south gate to keep them out. You'll have to approach from the north. Good luck. Was ist denn jetzt hier los? Ja gut, müssen ja nicht alle gewesen sein, aber viele. Taste the freedom. Du kriegst so einen Kasten, da kannst du Sachen rausschlagen und der nächste Schritt ist, tada, fertig. Das Holz baut sich auch von selbst auf. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir sogar Unterstützung. Das ist ja cool. Da sind sie. Da macht keiner mehr mit. Was ist das? Es geht weiter.
Mist, jetzt bin ich überladen. Getötet in der Slow-Mo, geil. Dankeschön. Waffen gibt's hier auf jeden Fall genug. Oh shit. Das ist ein Befreiungsroboter oder so. Alter, der hat ein Schild. Darf nicht vergessen, immer schön Munition zu sammeln. Oh, das ist ein anderer Toter hier. Alkoholleiche. Nimm es mal mit. Jetzt müssen wir wieder zurück? Nee. Ah doch, Sanja. Na gut, Leute, bevor wir mit dem Sprechen uns hier aufhören, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei The Outer Worlds. Nein,